Ganz besonders. Oh, es gibt einen, der sehr sauer war. Ja? Das war der Bundespräsident. Rau war, hatte also selber unglaubliche Witze erzählt. Also es war eine unglaubliche Geschichte. Ich habe Rau, es war so die Zeit, da hatte er wegen der West-LB einen Freiflug. Da wird man sich auch kaputt lachen, wenn man die ganzen Skandale kennt und so weiter. Und ich habe dann eine Parodie gemacht auf ihn, wo ich also erklärt habe, wo ich ihn erklären ließ, dass er als Privatperson überhaupt nicht existiert. Er ist nur im Amt, er ist immer im Amt. Er hat, beruflich geheiratet, hat beruflich Kinder gekriegt und so. Und das hat in einer Parodie natürlich eine dreifache Ebene gehabt, indem ich ihn an ein Buffet habe stellen lassen und also das Sandwich aufbacken, bis es so hoch wurde. Ich wollte den Schinken versöhnen mit dem Käse und ich will das Sandwich versöhnen mit dem... Und es wurde immer mehr. Und es wurde diese Gier deutlich gemacht durch diese Parodie, natürlich unglaublich überhört. Also er war, was noch niemals, empfehle ich Ihnen übrigens auch nicht, er hat sich gemeldet und hat sich beschwert. Nein. Das macht man nicht. Nein, natürlich das nicht. Macht man nicht. Worauf dann die Redaktion ihm zurückgeschrieben hat, dass man doch das, also dass er das als Satire doch abtun könnte und so weiter. Nein. Zwei Jahre später habe ich eine Einladung gehabt in einer Gesellschaft mit 40 Gästen. Also ich war nicht der, also ich war dabei halt im... hier in Bellevue. Es gab 5 Tische, einen Mitteltisch und 4 Tische außenrum, jeweils 8 Personen. Und ich saß, wie es sich gehört, irgendwo an der Seite. Und ein Kollege von mir, dieser Kollege kam mit einer Freundin, die nicht angemeldet war. Und das Protokoll, Sie wissen es, eine Katastrophe beim Bundespräsidenten, Himmels Willen. Dieser Freund saß am Tisch von Rau, weil er ihn gut kannte. Und auch schon von früheren Tagen kannte und so weiter. Und mit ihm Freund, was er auch, er kannte ihn gut. Und also saß er am Tisch von Rau und dann sagte dieser Kollege, ja, also, und die Freundin sollte dann irgendwie am Außentisch sitzen. Da sagte der Kollege von mir, obwohl er schon unverschämterweise die unangemeldet mitgebracht hatte, nee, also die sitzt mir nicht alleine, ich muss mit der zusammensitzen, die kennt ja keinen und so. Und da sagte das Protokoll ungeahnt der Hintergründe, na, dann tauschen sie einfach mit Herrn Richtling, nicht wahr? Und dann saß ich prompt direkt neben Herrn Rau. Es ist wirklich nicht zu fassen. Es gibt ja leider. Wie war das Gespräch? Es war überhaupt nicht. ich saß nicht direkt neben. Es saß eine Journalistin zwischen uns, so dass ich auch schon einen gewissen Blickkontakt hatte. Und ich neige dazu, wenn irgendjemand Witze erzählt, lache ich am lautesten. Und Raul erzählte nur pausenlos Witze. Ich lachte also am lautesten. Er hat mich nicht ein einziges Mal angeguckt. Nicht ein einziges Mal. Und dann hielt er eine Rede nach über einer Stunde und da lachte ich auch wieder laut und so weiter. Und dann kam er zurück an den Tisch und setzte sich so hin und guckte in die Runde und guckte endlich mich an und sagte, ich fand's nicht komisch. Seine Rede, meinte er, nein, oder Ihre Darstellung? Nein, meine Parodie von vor 2 Jahren. Ja, ja. Es war unfassbar. Und im Laufe der kommenden Stunde hat er das mindestens 6-mal wiederholt. Das war überhaupt kein Problem. Ich fand es nicht komisch. Dann sagte seine Frau gestand, dass er das Video hat kommen lassen und nochmal angeguckt haben. Und dann sagte seine Frau zu mir, sagen Sie mal, wie Sie heute auch, schreiben Sie eigentlich alles selber. Und dann sagte ich, ja, ich muss alles selber schreiben, aus den genannten Gründen, worauf er sich zu mir drehte und sagte, das war ja das Problem. Und er hat das nicht ironisch gesagt. Nein, der war tief beleidigt, wirklich wahr. Und dann löste sich der, Sie kennen ja solche Events, ja. Dann löste sich das auf. Ja. Und man ging auch in den Vorraum zu einem Kaffee und Tee danach. Und es gab so ein kleines Sofa, da saß mein Freund Bruno Jonas, der Kollege. Und der saß auf diesem Sofa, und der setzte sich Rau neben ihn und sagte zu Bruno, konnten Sie denn da lachen? Oder nee, fanden Sie es komisch? Da sagte Bruno, na, da werden Sie doch gelacht haben. Nein, da konnte ich nicht lachen. Er wollte, dass ich mich entschuldige natürlich, was ich selbstverständlich nicht getan habe, aber... Ja.